Habe die Ehre, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen LS22 Single Let's Play hier auf der Niedersachsen. Wenn euch das Video gefällt, lasst es mal ein Like und ein Abo da. Schreibt mir euer Feedback in die Kommentare und ja. So, was machen wir jetzt? Wir fahren jetzt den ersten Anhänger mit Raps weg. Ich muss bloß gar gucken, wie ich da am dümmsten fahre. Damit man halt nicht wirklich Ewigkeiten braucht. Also am gescheitsten wäre eigentlich hier durch. Also hier so entlang. Eigentlich. Aber ich guck mal lieber nochmal nach den Preisen. Perfekt. Hier unten. Ist da nicht so ein Stadelberg mit dabei? Egal, den packen wir. So, wir haben auch einen neuen Anhänger. Genau, das wollte ich euch auch erzählen. Wir haben einen neuen Anhänger. Ich habe die Loma verkauft. Dafür haben wir jetzt diesen Brandner fürs Getreidefahren noch mit dazu. Hoppala. Und ja, das ist so das, was eigentlich jetzt gehört, aktuell ist. Natürlich gibt es viele, viele Neuigkeiten, weil einige, wir haben uns ja jetzt wirklich einige Monate nicht gesehen hier. Unter anderem ist zum Beispiel auch neu, dass wir das erste Pachtfeld jetzt bekommen haben. Wir können noch bis zu 3 weitere kriegen. Eins ist leider schon weg. Da müssen wir jetzt einfach mal gucken, wie sich das ausgeht. Und dann werden wir ja auch dementsprechend eben unsere Feldplanung machen. Aber ich muss mal gucken. Ich muss da echt mal schauen, wie wir das hinbekommen. Damit unserer Feldplanung. Weil ich glaube, da wo ich eigentlich Raps haben wollte, wird es nicht funktionieren, wenn es dumm geht. Aber das. Immer diese Hilfsarbeiter hier. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Würde ich sagen, mit den Feldern. Also es entscheidet sich jetzt am nächsten Tag, glaube ich, soll die Entscheidung fallen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube am nächsten Tag war es. Da müssen wir einfach mal gucken. Genau, jetzt ziehen wir mal wieder. Ich fahre jetzt erstmal in Raps weg, damit wir Geld bekommen, damit wir dann vielleicht die Maschine auslösen können. Eventuell. Dann möchte ich eine Maislege kaufen. Habe ich mir jetzt schon welche anbieten lassen. 6 und 12 Meter. Dann. Was steht noch so an? Puh, viel zu viel, glaube ich. Genau, die Feldausschreibung. Ein Feld habe ich bekommen bis jetzt. Das ist. Wie gesagt, die anderen, die entscheiden sich jetzt dann erst und dann können wir erst weiterschauen. Wenn da eine Entscheidung da ist, dann können wir weiterschauen, wie wir das mit den Feldern weiterhin machen. Natürlich möchte ich dann oben auf dem Feld, wo wir jetzt bekommen haben, da steht es ungehört wie solche. Ich überlege entweder mit einem Totalherbizid drüber zu ballern. Oh, sieht der Mongal aus. Mit einem Totalherbizid drüber eiern oder Hardcore mit dem Flug. Steine packen, im Becher rein, nochmal Kalk drauf fahren, den Kalk mit dem Allround oder sowas unterarbeiten und dann drüber säen und halt auch die anderen Felder natürlich überprüfen, ob die passen oder nicht. Wenn sie passen, vom Kalk her, geil. Wenn nicht, dann haben wir Arschkarte. Dann müssen wir halt Steine herkriegen und Kalk produzieren. Aber das sind alles so Dinger, die. Das können wir erst entscheiden, wenn es soweit ist. Das können wir erst dann entscheiden, wenn wir wirklich da an dem Punkt angelangt sind. Und wir sagen, yo, so läuft's und nicht anders. Dann kriegen wir das auch hin. Da. Alter, was sind das für Felder hier? Alter. Never ever. Das Feld, wenn es im Park steht, nope.
oder zur Ernte oder was? Als Auftrag? Nope. Ne. Da? Nein. Oben ja. Aber da unten? Alter. Das ist mal eine andere Anlage. So, den ersten Berg haben wir erklommen. Geil. Wenigstens etwas. Natürlich auch der Hof hat sich geändert. Hat sich ein bisschen verändert. Da wird jetzt dann eher erst einmal geschaut, dass wir da ein bisschen was weiterkriegen. Und dann gucken wir mal. Dann sehen wir schon. So, da oben ist das nächste Mondfeld von uns. Ich bin ja am Überlegen, vielleicht hier nochmal ein Feld mit zu übernehmen. Irgendwann als Pacht, wenn es ausgeschrieben ist, damit Feld 63 nochmal, Parzelle 63, damit wir da einfach nochmal, Ding dazu haben. Denn, ja, nochmal ein Feld hier unten, damit das Feld halt nicht so alleine ist. Es ist halt echt ein bisschen, wow. Aber hey, Feld ist Feld. Würde ich mal so behaupten. Mal. Wow, ey, Kumpel. Guckt euch mal die Bäume hier drin an. Aber die Hanglage dazu. Alter Vater. Aber die Stämme, ey. Oh. Ey, optimalstes Holz zum Verkaufen. Aber perfekte Stammware. Geil. Bloß jetzt müssen wir erstmal gucken, da hinten, dass wir den Berg hochkommen. Weil da kommt jetzt nochmal so ein blöder Berg. Und da müsste man eigentlich fast da sein. Dann müssten wir eigentlich fast da sein. Und dann können wir auch abladen. Zurückfahren oder Drescher abtanken, wie auch immer. Ich glaube zwar nicht, dass er voll geworden ist, aber man weiß ja nie, ihr kennt es ja selber. Und jetzt reißt es nieder. Wow. Okay. Das Feld hat der Berg hat da schon immer Probleme gemacht. Vor allem mit die Loma hat er so Probleme gemacht gehabt, dass wir dann gesagt haben, komm, mit denen fahren wir ins Lager oder wir laden woanders ab. Wir verkaufen woanders, weil es ist ja ein Scheiß. Ist genauso jetzt eigentlich. Also eigentlich ist das komplette Rotze hier da hochzufahren. Das wäre genauso gewesen, wie wenn ich jetzt außenrum gefahren wäre zum Landhandel rüber. Oder zum Landverkauf, weil es wäre aus gleiche ausgegangen. Von der Zeit her und vom Spritverbrauch wäre es genau gleich gewesen. Wenn nicht sogar hier mehr. Aber ist ja wurscht. Wir sind jetzt oben, wir sind jetzt gleich da. Und dann schauen wir einfach mal, okay, wie es läuft, wie es wird. Und ist da hinten die Fabrik oder was? Da hinten ist ein Hof. Ich glaube, ich habe mich gerade am Zaun aufgeschossen. Ja. Ha. Passiert. So, wo geht's denn jetzt hier rein? Da nicht, weil da geht's zum Hof rein. Sieht mir da vorne aus. Hier ist eine Waage, Leute. Gebt euch das. Kumpel. Aber noch eine schmälere Einfahrt haben wir jetzt gefunden, oder? Wie schwer sind wir noch überhaupt? Okay. Und eine noch beschissene Auffahrt. Kann man auch nicht machen, oder? Naja, egal. Wir sind auf jeden Fall da und können abladen.
Schauen wir mal, wie viel das wird in der Paletzeit. Okay. Wow. Sehr gut. Das, wenn so weitergeht. Hey, dann können wir uns das. Die Einzelkorn echt bald leisten, wenn es gut geht. Oder die können wir uns jetzt schon leisten, aber es geht halt auch ums Feld erpachten, ne? Da müssen wir halt auch gucken, wie wir das hinkriegen. Müssen wir schauen. Ich weiß nicht, wie wir das machen sollen. Weil, wie gesagt, ich will den eigentlich auslösen, aber das, wenn Glücksack mit dem Geld so weitergeht, dann wird es halt relativ nix in dem Jahr wahrscheinlich. Außer der Mond kriegt einen Überpreis, dann ja. Aber ansonsten eher weniger. Also ich denke mal, den werden wir noch im nächsten Jahr noch in der Miete haben, den Johnny. Müssen wir mal schauen. So, aber jetzt fahren wir gleich zum Feld weiter. Tanken wir gleich auf den ab. Weil mit dem sind wir eh gleich dort. Dann holen wir in New Holland. Und dann lassen wir einfach nur noch auf. Dann lassen wir erstmal in New Holland voll machen und dann jagen wir in New Holland hier hoch. Ein echt würdest du das Ding so hart runterbremsen. Aber hey, wir müssen einfach abwarten. Kommt Zeit, kommt Rat, würde ich sagen. Schauen wir mal. Bin jetzt gerade eher am Überlegen. Ja, die Einzelkorn würde im Frühjahr reichen. Ich muss gucken. Ich muss schauen, wie ich das mache. Ich muss auch schauen, wo ich in nächster Zeit dann den Raps hinfahre. Weil dann nochmal hocheiern, kannst du knicken. Die Nummer kannst du mal schön sauber vergessen. Ja, ich bin auch schon unterwegs. Nee, da fahre ich lieber nach Buxtehude wie da hoch nochmal. Weil das ist einfach. Nee. Ist einfach zu steil. Wie gesagt, da fahre ich lieber. Ich fahre wirklich lieber durch die halbe Weltgeschichte wie da nochmal hoch. Aber es klingt mir schön. Ich habe ja auch schon ein Schild, also Zettel ausgehängt, dass ich auch Lohnarbeiten machen werde. Oder dass wir auch Lohnarbeiten machen. Einfach um ein bisschen Geld dazu zu verdienen für die Maschinen. Aber jetzt müssen wir mal gucken, wie es wird. Und dann schauen wir mal. Es kann nur besser werden. Alter, ist der Mann geil. Sieht das geil aus. Das sieht doch mal geil aus, ey. Das ist geil. Warte jetzt. Kabine ist aber geiler. Oh, geil. Wie gesagt, es geht jetzt um die Felder hier. Da oben und irgendwo dahinter wäre es Nummer 1. Ja, da geht sogar am Weg hinter. Aber ich würde sagen, wir warten einfach ab, wie sich entschieden wird. Wenn sich für uns entschieden wird, dass wir nochmal ein Feld bekommen oder mehr, geil, wenn nicht, mei. Dann ist es so, dann müssen wir damit leben und Arschlecken 350. Was natürlich auch eine geile Idee wäre, erzähl ich euch noch schnell. Was natürlich auch eine geile Idee wäre, wäre, wenn wir vorab die Biogas bauen könnten.
Aber das ist dann eher so, ja, was weiß ich. Entschuldigung. So, genau. So, aber meine lieben Freunde, das war schon wieder von der heutigen Folge. Ich hoffe natürlich, wie immer, euch hat es wieder gefallen. Letztes Mal ein Like und ein Abo da, wenn es euch taugt tut und ich da dazu. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin wünsche ich euch was. Haut's eine. Bis denne.